Die Zustimmung der Bundesministerin Gewessler zum Renaturierungsgesetz auf europäischer Ebene zeigt das eigenartige Demokratieverständnis der Grünen. Parteitaktik und Ideologie wird gestellt über die Verfassung und über die demokratischen Mehrheiten. Die Mehrheit der Bundesländer hat klar mit einem Beschluss zu verstehen gegeben, dass man dieses Renaturierungsgesetz ablehnt. Das ist aber der Grünen Bundesministerin Gewessler völlig egal. Sie setzt sich darüber hinweg und den Schaden hat die Republik Österreich im Außenauftreten. Wir haben in Wahrheit eine veritable Staatskrise und Verfassungskrise. Und was macht jetzt eigentlich die ÖVP? Man sieht, mit wem hat sich die ÖVP ins Bett gelegt. Mit den Grünen, die Geister, die sie rief, wird sie jetzt nicht mehr los. Und was ich mir jetzt erwarte, ist erstens einmal, dass diese Koalition aufgelöst wird auf Bundesebene. Zweitens einmal, dass der Bundeskanzler Nehammer dem Herrn Bundespräsidenten den Vorschlag macht, die Frau Bundesministerin Gewessler abzuberufen. Es geht jetzt um Österreich, es geht um die Landwirtschaft, es geht um Eigentum und all das, was das Renaturierungsgesetz bewirkt, ist nicht das, was dem Naturschutz dienlich ist. Nebenbei gesagt werden die Preise enorm steigen, es wird zu einer Verknappung kommen der Lebensmittelproduktion. In Österreich massiv darunter leiden wird die kleinstrukturierte Landwirtschaft in Österreich, denn in Wahrheit ist jeder landwirtschaftliche Betrieb in Österreich kleinstrukturiert im internationalen Vergleich. Gewinnen werden die Agrarkonzerne, die Lobbyisten und die Grünen sind in Wahrheit in diesem Fall die größten Lobbyisten für die Agrarkonzerne auf europäischer Ebene.